Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man beim zehnmaligen Werfen eines Würfels viermal die 6? Da es sich hier um aufeinanderfolgende unabhängige Experimente mit jeweils zwei möglichen Ausfällen handelt, dürfen wir das Binomialgesetz anwenden. Wir nennen Erfolg das Erhalten einer 6. Somit gilt also klein p, das heißt die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs ist ein Sechstel, und klein q, das heißt die Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs, ist 5/6. Was gefragt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, vier Erfolge auf insgesamt 10 Versuche zu erhalten. Durch das Binomialgesetz brauchen wir also nur dieses Produkt zu berechnen. Das führt sofort zu 0,054, also die gefragte Wahrscheinlichkeit liegt bei 5,4%. Und die Aufgabe ist schon beendet.